Hallo, ich bin's, Johnny Depp. Obwohl, oder eher ohne Johnny, ne? Ich präsentiere heute einem internationalen Spitzenpublikum mein Buch. Axel des Bösen. Axel des Bösen, geiler Titel, ne? Ich hatte keinen Titel, ich habe das Manuskript so unterm Arm getragen. Wicked. Nur irgendwann, also, irgendwann ging es um Inhalte, ne? Und ich hatte keine Inhalte. Und dann hatte ich wirklich Angst, ich könnte ein Buch auf den Markt werfen, wo beim Endkonsumenten die Gefahr bestünde, dass er sich damit zu Hause beim Lesen alleine selber die Pulsadern aufschneiden könnte. Weil es so dünn ist. Ich sage immer Buch eigentlich, es ist ein Heft. Wicked. Aber beim Schreiben war schön, ne? Da hat sich herausgestellt, also beim Schreiben hat sich wirklich herausgestellt, also dass wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das schon mal eins mehr, als ich selber gelesen habe. Da haben die Lektoren Burnout gekriegt. Aber ist ein gutes Buch, ne? Guck mal hier, Verkaufsargumente. Man kann dieses Buch so weit aufschlagen, bis es die Form eines Herzens annimmt und lieben. Schön, ne? Wicked. Aber ich kann ja mal einen Text vorlesen, womit ich den Verlag überzeugen konnte. Und zwar ist es eine Bewerbung. Viel Spaß. Das wichst jeden vom Schlitten. Sehr geehrter Arbeitgeber, hiermit bewerbe ich mich auf eine Stelle. Oder heißt es für eine Stelle? Keine Ahnung. Ich nehme auf. Also hiermit bewerbe ich mich auf der Stelle. Ich bevorzuge auf, weil ich damit dann auch ausdrücken will, dass ich nicht für etwas arbeiten will, sondern in der Rangordnung auch noch Platz unter mir haben will. Das meint, ich will am besten gleich ziemlich weit oben einsteigen. Wieso heißt das eigentlich Stelle? Ich sehe mich als Typ, der 24/7 für seine ganze Umgebung zuständig ist. Habe ich hier reingeschrieben auch. Als Bürger von Welt nenne ich das die Verantwortung, die aus der Globalisierung entsteht. Oh, Rechtschreibfehler. Dank der globalen Ereignisse habe ich auch einen vortrefflichen Werdegang vorzuweisen. Werdegang. Ich habe Atomkraftwerke explodieren sehen. Ich habe Hochhäuser zusammenstürzen sehen. Ich habe Space Shuttles ausdienen sehen. Ich habe Banken Geld erfinden sehen. Ich habe Starköche für McDonald's kochen sehen. Ich habe weiterhin H1, N1, SARS, EHEC sowie die Vogelgrippe und den Rinderwahnsinn überlebt. Schon in jungen Jahren strotzte ich dem Keuschhusten und den Windpocken sowie 42 Grad Fieber, als wären es alte Kotze. Und das waren erst die ersten 30 Jahre. Ich gehe davon aus, dass ich noch mindestens doppelt so viel an mir abtropfen lassen werde. Sehen Sie, ich nehme die ganze Scheiße einfach mit zu meinen Qualifikationen dazu. Und wenn es weiter so gut läuft, produziere ich bald nur noch Scheiße. Allerdings geile Scheiße, also nur noch Mittelwurst. Anfang und Ende lasse ich weg. Sehen Sie, ich bin ein Typ, ich stehe für Lösungen. Ist Ihnen zum Beispiel mal aufgefallen, dass in einer Buchstabensuppe keine Ü-Strichelchen drin sind? Ich habe das Problem allein durch Denken erkannt und gelöst. Wissen Sie wie? Ich habe einfach noch eine ganze Packung Reis dazu gemacht. Aber ich löse auch kleine Probleme einfach und effizient. Wenn zum Beispiel jemand kein Geld hat für seine Dritten, dann kann man auch übergangsweise von DM ein paar French Nails aufkleben. Was soll denn Alf sagen? Der kleine Alf, der hatte Zeit seines Lebens Tic-Tac-Bonbons als Szene. Eigentlich bin ich der geborene Chef, weil meine Ideen so wegweisend gut sind. Schon mal was von Tütensuppe durch die Kaffeemaschine gehört? Ist von mir. Jetzt fällt mir gerade auf, warum bewerbe ich mich überhaupt bei Ihnen? Warum sieze ich Sie überhaupt? Du merkst ja, dass wir uns auf Augenhöhe befinden. Wir sind sogar kurz davor, die Plätze zu tauschen, mein Lieber. Ich könnte mich nämlich genauso gut selbstständig machen. Als Fensterputzer, als Brillenträger bringe ich auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich würde mich einfach spezialisieren auf Kaufhausrolltreppen. Die kann man mit einem nassen Lappen hochfahren und mit dem Abzieher wieder runter. Dabei verbraucht man kaum Energie. Kauf,
Rolltreppen und auch Schiebetüren würde ich anbieten. Mit Schiebetüren funktioniert es ähnlich. Wenn einer durchgeht, einfach einen nassen Lappen gegenhalten. Und wenn die wieder zugeht, dann die Bahn wieder abziehen. Wicked. Steht ja auch drin. Die unteren Bereiche kann man mit Kindern sauber halten. Da muss man sich auch nicht bücken. Da liegt die Zukunft der Betriebe in Kindern. Wenn ich keine eigenen Kinder bekomme, dann nehme ich auch eben auch Fremde. Es muss ja weitergehen. Ich frage mal eben meine Frau, ob wir schon fremde Kinder haben. Ich liebe diesen Witz, ne? Weil der zeigt, was ich für ein Lappen bin. Und das Beste ist, ich habe gar keine Frau. Kommt aber besser eine Bewerbung. Vaterschaftsurlaub ist ja auch eine gute Sache. Wenn du mich einstellen würdest, würde ich vorab gerne die Frage stellen, ob ich die Frühstückspause mit der Mittagspause zusammenlegen darf, weil dann könnte ich ja erst viel später kommen und länger schlafen. Jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass sich Arbeit von alleine macht. Alleine deswegen solltest du mich einstellen. Kurzer Witz zum Thema. 3 Stellen minus 2 Stellen gleich 1 Stellen. Das meint, wenn ich komme, können sie ruhig ein paar andere Leute feuern. Ups, jetzt habe ich sie wieder gesiezt. Nur ein weiteres Zeichen meiner Flexibilität. Also dann bis morgen, mein Sohn. Wicked. Ich bin Professor der geilsten Wissenschaften. Verstehen Sie? Ich bin Professor der geilsten... Jetzt hätte ich fast gesagt Wissenschaften. Der geilsten Wissenschaften. Roberto, ich bin Professor der geilsten... Ja, geil. Könnte ich noch 10.000 Mal sagen. Geilsten... Im Moment, darf ich kurz erzählen? Im Moment befasse ich mich mit der gemeinen Stubenfliege. Die gemeine Stubenfliege kann etwas, was für uns Menschen bald enorm wichtig ist. Die gemeine Stubenfliege, die setzt sich auf einen Haufen, dann isst die von dem Haufen und dann kann die von dem Stück gegessenen Haufen auf den Haufen noch einen Haufen setzen. Wicked! Und zwischendrin hat die Energie, dann Propeller die. Ist das geil, oder was? Guck mal, das schnellste Lebewesen, was es bei uns auf der Erde gibt, tankt, sarret, scheiße. Schnellste Lebewesen der Erde, das tankt scheiße. Und die können mit dem Auto können die locker mithalten. Ich habe Stubenfliegen gesehen, die haben also ein Exoskelett, grün metallic. Wicked. Und ich möchte auch gerne mal so nachhaltig sein. Und ich habe mir überlegt, ich fange jetzt an, also ich werde bald Vegetarier. Und dann ernähre ich mich ausschließlich von der fleischfressenden Pflanze, die ich wiederum ausschließlich mit Fliegen füttere, die ich wiederum ausschließlich von meiner eigenen Scheiße ernähre. Check die Argumentationskette. Dankeschön. Axel des Bösen. Steht alles hier drin. Steht alles hier drin, Axel des Bösen. Richard Gogol! Dankeschön. Dankeschön. Christian. Ja. Das war mal ein geiler Schuss in den Ofen, ne? Ja. Wicked. Wicked, ne? Axel des Bösen. Kann ich wärmstens empfehlen. Ist das schrottigste Buch, was du jemals gelesen hast. Ein Buch, das danach ist man wieder genullt. Wie meinst du das? Ist ausschließlich mit dem Mittelfinger geschrieben worden. Ich sehe es gerade. Ich sehe es. Ein Comedy-Terror-Roman. Comedy-Terror-Roman, genau. Es geht um dein Leben in erster Linie oder worum geht's? Nee, ich habe das als Kunstfigur gemacht. Ich habe einfach den ganzen Schranz, der mir im Kopf rumspukt. Die ist was, geil, ne? Was ist denn Sexy Fleisch Entertainment? Das ist meine Firma. Sexy Fleisch? Nein, Sexy Fleisch Entertainment. Du musst auch richtig lesen. Ach ja, stimmt. Christian, ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Auch privat. Und danke, dass du da warst. Ja, gerne. Christian Kokol! Noch mehr vom Kokol? Sehr gerne. Dann hier klicken.